Was bedeutet ein Gasembargo für die einheimische Wirtschaft? Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sprach sich am Rande seines Besuches in Erkner klar gegen Gassanktionen gegen Russland aus. Er sagte, Stahl- und Autoindustrie könnten ohne die Gaslieferungen aus Russland schon bald nicht mehr produzieren. Diese Gefahr sieht auch die IG Metall. Das würde eine riesen Folgewirkung nach sich ziehen. Das würde dann auch viele andere Branchen lahmlegen. Es würde die Wirtschaft sehr, sehr hart treffen. Die Gasversorgung trifft sozusagen das Herz der deutschen Wirtschaft. Laut Bundesnetzagentur sind die Gasspeicher deutschlandweit im Schnitt zu 25% gefüllt. Am 30. April wurde die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas durch das Bundeswirtschaftsministerium ausgerufen. Oberstes Ziel, die Versorgung der geschützten Kunden. Dazu zählen soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser, Haushalte und Gaskraftwerke, die der Wärmeversorgung dienen. Keine Industrie, auch nicht die Automobilindustrie.